So, und hier bin ich wieder. Ich habe mir mal eben, wie man so schön sagt, ein Feuerchip gecraftet. Für die, die Minecraft kennen. Weil Elemental macht mehr Schaden, deswegen nehme ich es doch gerne. Da sieht man die Platten. Oh ja, wir werden im Kolosseum angegriffen. Ach, schöner Kolosseum-Manier. Von Bestien und Monstern. Aber nicht nur das. Ihr Herrchen kommt auch noch. Ladies and Gentlemen, welcome with me, the Lord of the Echsen. Mega Echse. Ich finde das Viech cool. Ist fast schon ein Drache. Die Kreissägen. Die genau diese Kreissägen, die da eben waren, das sollte man aktivieren, weil die machen massiv Schaden. Aber zuerst plättet man einige Monster. Ich weiß nicht, ob sie ihm den normalen Monstern Schaden machen, aber dem Boss auf jeden Fall. Deswegen Kreissägen ausweichen. Und den großen Angreifen. Und entgegen aller Wahrscheinlichkeit ist er empfindlich dagegen. Wir verfolgen einen die Kreissägen. Und na. Was? Doch her. Ich finde die Kreise cool, weil wenn man die nicht benutzt, kann man sich damit den Kampf unendlich viel leichter machen. Das sind einfach Kreissägen, die übergegenfahren und ihn angreifen. Ich hätte außerdem die Waffe gewechselt. Das war nicht gut. Komm, 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 komm. Lass uns von Sonder spielen. Leider kann er Fernkampf. Man sollte auch passen, wo man hingeht, weil die Kreissägen einen eben auch verlassen können. Und zwar nicht zu knapp, wenn man nicht aufpasst. Ja, ein bisschen rumschwingen, schön rattern, was man hier. Der Stich ist cool. Ja. Wie, das hat ihn nicht getroffen. Das ist meine Kreissäge. Ja, ich verarsche ihn gerade ein bisschen. Aber hey, das gehört dazu. Die Gegner ist nicht allzu hart, wenn man weiß wie. Ja, ja, will sich mit mir anlegen. Hä? Stopp.
Ach, es ist schön, eine verständnisvolle Mutter zu haben, die auch dann mal leise ist und dann wartet. Ah. Ich frag mich nur, wie hier ein Baum reinkommt. Ehrlich gesagt, mit dem Stein und allem, aber egal. Der kann das, das ist ein magischer Baum. Mitten auf dem blutgetränkten Schlachtfeld wachsen die eben am besten, ne? Blut, schön, nährstoffhaltig und so. Damit habe ich ja das Jahr beendet. Ja, okay. Ich habe eine Menge zum Rendern vor mir. Schön ist, weil ich alles am Stück aufgenommen habe. Dauert zwar ewig, das Teil zu rendern, aber es hat auch den meilenweiten Vorteil, dass ich es nur einmal synchronisieren muss, was ich am Anfang gemacht habe. Ja. Und ich muss nur einmal alles zusammenschneiden und so. Nimmt überhaupt noch Outer City auf? Ja, tut's. Wäre scheiße, wenn nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Lust, eine Stunde nachzusynchronisieren. Passt, Kubo. Boah, Kubo in der Dunkelheit. Assassin Kubo. Assassin's Creed Baby Kubo. Was habe ich denn bekommen? Ohne Rundmais. Was habe ich denn eben bekommen? Würde nicht gut ankommen, genau dasselbe zurückzuschicken. Ach, ich gebe denen einfach finanzielle Unterstützung. So, einfach mal 52. Okay. Wieso 52? Random Zahl. Irgendwas mit 50, aber 50 ist langweilig. Mit der 2 ergibt das eine 7 und 7 ist meine Glückszahl, yay. 7 ist meine Lieblingszahl. Als ich 5 war, war 5 meine Lieblingszahl, als ich 6 war 6, als ich 7 war 7 und da ist es dabei geblieben. So, hat sich jetzt gereimt, ich fühle mich toll. Und ihr habt 185 Punkte. Ich hatte das Mond-Emblem schon. Dolch, Abwehr plus 2. Naja, ich weiß zwar nicht, wie ein Dolch Abwehr bringt, aber Abwehr ist doch nett. Ich frage mich nur, wie er nach Hause kommen will. Der Minasuba-Sturm ist doch zu. Na egal. Einträge aus dem Jahr 3. Oh, schon das dritte Jahr zu Ende. Wir suchten die Streifenräuber auf, weil uns die zu Ohren kam, dass sie angeblich einen Familienvater auf dem Gewissen hatten. Doch das bestritten sie vehement. Sie seien mit Leib und Seele Räuber und betrieben ihre Aktivitäten mit Stolz, würden nie so weit gehen und für ein paar Gil jemanden das Leben nehmen. Ehrlich gesagt, könnte ich ihnen das auch nicht zutrauen. Ein merkwürdiger Typ, dieser Mann, der sich als Guardi vorstellt. Was immer er der Karawane aus Mal angetan hatte. Es hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Und dann dieses komische Gedicht. Der König der Stachel, von allen der Größte, bis ein Blitz ihn erlöste. Laser. Ja, die Ernsthaftigkeit ist etwas verschwunden nach den ersten paar Jahren.
Ah, ich finde, es sieht schön aus. Und ich werde versuchen, in Zukunft dran zu denken, das auch mit dem DVD-Recorder aufzunehmen, weil das sieht besser aus. Hab's getestet. Im Vergleich, was ich hier sehe und wie das Video später ist, naja. Unterschiede sind erkennbar. Gestern kampierten wir zusammen mit der Karawane aus Fum, um heute in aller Früh gemeinsam aufzubrechen. Vielleicht ist ihre sanftmütige Art, aber ich bin gerne mit ihnen zusammen. Und irgendwie erinnern sie mich an zu Hause. Sag ich doch, sie gaben uns einige interessante Ratschläge, was Ackerbau und Essen betraf. Über Obstkerne und Pflanzensamen würden sich Mutter und Vater bestimmt freuen. Ich hab denen gleich schon eine Kuh gekauft und die haben Bäume und alles. An einem Ort namens Fluss Bell zwangen wir die Monsterkrabbe und erhielten einen Tropfen des Myrrhetaus. Es war ein recht harmloser Kampf und wir hatten sogar Zeit, eine kleine Pause einzulegen und die Landschaft zu genießen. Ach ja, die Monsterkrabbe mal wieder. Wer hätte gedacht, dass wir uns so wacker gegen die Monster schlagen würden? Das ist eine Frage. Wo ist das Fragezeichen? Wir speisten gemeinsam mit der Karawane aus Fum mal wieder. Ihr Brot war so frisch, als wäre es gerade aus dem Ofen gekommen. Und ihr geräuchertes Fleisch war weich und zart. Ja, die sind gute Köche anscheinend. Es war das reinste Gaumenkitzel. So gut hatten wir schon lange nicht mehr gegessen. Ja, ich weiß auch, wieso ihr gerne mit denen aus Fum zusammen seid, anscheinend. Aber irgendwie vermisse ich das Brot von Mutter, das schon steinhart aus dem Ofen kam. Und an dem man sich beinahe das Gebiss ausringte. Im Gegensatz von der Mutter können die aus Fum auf jeden Fall Brot backen. Wir betraten Jack Muschels Villa. Ein gigantisches Haus, dessen Hauspersonal sich fast komplett aus Tomberries zusammensetzte. Und alle hatten sich Kochschürzen um und waren fleißig am Essen zubereiten. Auf jeden Fall waren Herr und Frau Moschett von unserer Visite nicht gerade begeistert. Ja, ich habe alle Chefköche umgebracht. Eigentlich ziemlich fies, weil die mich noch nicht mal angegriffen haben vorher. Vielleicht hätten wir vorher klopfen sollen. Ja, aber ihr hättet einfach fragen sollen, zum Myrrhetau durchzählen. Ja, können wir zum Myrrhetau. Und nicht gleich alle Küche umbringen. Fum ist anscheinend sowas wie ein riesiger Bauernhof. Das Volk der Klawitz bestellt und hütet schon seit vielen Jahren die Felder dort. Typisch für die geduldigen und sanftmütigen Klawitz. Doch angeblich waren es die Juke, die Wasser in die Ebenen von Fum leiteten. Und es waren die Liltis, die die Straßen in dieser Gegend bauten. Was haben die Selkis getan? Nichts. Ich habe einfach nur rumgerannt und Spaß gehabt. Dämonenstätte, ein Ort für intelligente Monster. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Karawanen diesen Ort erreichen, sind sie meist erschöpft und des Reisens müde. Die Monster dort waren gerissen. Boshaft. Sie kannten weder Recht noch Gnade und arbeiteten sogar zusammen, um uns bis zum bitteren Ende zu jagen. Ja, Monsterstadt, ne? Das dritte Jahr geht zur Neige. Die vielen Erinnerungen, naja, die wir dieses Jahr gesammelt haben, lassen die alten langsam verblassen. In den Märchen werden die abgestumpften Erinnerungen, die ihren einzigen Glanz verloren haben, von Monstern gefressen. Aber was passiert wohl mit den vergessenen Erinnerungen? Schaue ich zurück und lasse meinen Blick in die Vergangenheit schweifen, ist mein Weg in die Zukunft mit Trauer erfüllt. Yep, und diese Legende, dass die Erinnerungen gefressen werden, ist wichtig. So wichtig, dass sie so ziemlich
für die Geschichte des Schwarzen Ritters den Hauptgrund darstellt,